passend zum Thema, ich immer wieder den Leuten, die auf mich zukommen und um Hilfe bitten, auch mitteile, versteckt euch nicht, zeigt es auf, seid stark, denn damit, dass ihr schweigt, gebt ihr den Tätern Macht. Ich habe nicht geschwiegen, ich habe mein Erleben nur nicht als meine Geschichte bisher preisgegeben. Hierbei ging es nicht darum, dass ich mich schützen wollte, sondern eine weitere involvierte Person. Wenngleich einige gesagt haben, mach es nicht, dieses direkte Erzählen. Damit bietest du wieder neue Angriffsflächen. Du erlebst doch gerade, was hier passiert. Du erlebst doch selbst, wie du jetzt, nur weil du eben nicht die Füße stillhältst, das Mobbing, diese Verleumdung gegen dich nicht einfach stehen lässt, sondern eben aufgezeigt hast, was dadurch dir alles passiert. Ich verstehe die Ängste. Und ja, ich habe auch Angst. Aber wenn ich es nicht aufzeige, wird sich auch nichts ändern. Und alles, was belegbar ist, ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wiederum dürfen wir alle sprechen. Ich möchte euch ein bisschen was fragen. Und zwar würde mich von euch interessieren, wie ihr das seht, was ihr denkt. Meint ihr, wenn beispielsweise die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Betreuerin, um die es hier geht, verhören würde, dass die Betreuerin zum Beispiel zugeben würde, dass sie sagt, ja, es stimmt, ich habe all die Verleumdungen gesagt, ich habe der Betreuten gesagt, dass ihre Partnerin erpresserisch sei, dass sie manipulativ sei, dass sie seelischen Missbrauch betreibt, dass sie übergriffig sei. Und ja, ich habe auch das Gutachten abändern lassen. Das Gutachten, was ich selbst eingefädelt habe, ja, ich habe ihr gesagt, dass sie bei Pflegegrad 3 keine Behindertenpflege kriegen wird, dass ihr die nicht zusteht und habe deswegen eine Unterbringungsprüfung veranlasst. Ja, natürlich. Und ja, ich habe immer wieder gegen ihr Leben geredet, dieses Zusammenleben. Ja, die Betreute hat mehrfach bei Gericht ihre Ängste eingereicht, dass ich sie aus ihrem Leben herausreißen werde, weil ich eben immer wieder gesagt habe, dass das Zusammenleben falsch sei, dass Wohngruppen noch besser seien, dass sie nicht so leben soll. Und weil ich ja das Aufenthaltsbestimmungsrecht habe, ja, das hat sie alles eingereicht, das weiß ich. Und nachdem eben diese Unterbringungsprüfung auch nicht so ausging, habe ich den Gutachter angerufen und habe ihm all die Verleumdungen gegen die Partnerin mitgeteilt und habe dann gesagt, bitte ändern Sie das Gutachten, Herr Doktor, Punkt, 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 aus der Vitaspsychiatrie, Punkt, Punkt, Punkt. Ändern Sie es nach meinen Vorgaben und die Betreute gehört natürlich genau deswegen sofort geschützt. Ja, das habe ich alles getan. Und ja, ich habe natürlich auch dann der Betreuten mitgeteilt, sie muss keine Miete zahlen, obwohl sie einen gültigen Mietvertrag hat. Sie müsse keine Schulden abbezahlen, was sie wünschte. Und es ist korrekt, sie wollte, dass ich ihr den Ratenplan erstelle, den es vorher gab und wodurch vorher ihre Schulden weitestgehend alle geregelt waren. Ja, ich habe mitgeteilt, das braucht sie nicht und sie solle lieber eine Vermögensauskunft abgeben. Es ist auch korrekt, dass ich mitgeteilt habe, dass die Partnerin Geld einbehalten würde, obwohl das Bankkonto bereits schon längst auf mich überschrieben wurde. Meint ihr, dass das die Betreuerin tun würde? Ich denke eher nicht. Und nachdem all das Ganze ohne ihre Unterschriften jeweils war und alles immer im Namen der Betreuten, glauben das auch Juristen nicht, sondern im Gegenteil. Jeder geht davon aus, dass die Betreuerin sagen werde, sie hat nach dem gehandelt, was die Betreute wollte. Und von mir aus auch, dass die Betreute Angst vor der Partnerin plötzlich hatte. Oder dass sie sich einfach auf die Krankenakte berufen wird. Immerhin gibt es die Krankenakte seit Kind an zur psychischen Erkrankung. Auch wenn es die Betreuerin aktuell ja nicht so sieht und ja alles aberkennen lassen möchte. Glaubt ihr, dass sie zugeben würde, dass Behörden mit reingezogen wurden, dass ich dadurch überprüft werde, dass meine Konten angegeben wurden? Es hieß, ich würde ja Steuerhinterziehung machen. Ich mache falsche Angaben, weil es müsste ja längst ein neuer Mietvertrag vorliegen. Was mir ein Rätsel ist, warum ein Amt sowas sagt. Oder dass sie begründet, warum sie behauptet, ich würde Post öffnen. Das ist die ganze Post, die für die Betreute weiterhin an die Meldeadresse geht. Woraufhin die Betreuerin mir unterstellt, ich würde A, Post öffnen. Habe B keine anzunehmen oder C an die Betreuerin zu schicken.
Zu A, ihr habt gesehen, sie ist geschlossen. Zu B, was im Briefkasten landet in der Meldeadresse, das ist nun mal da. Soll ich es einfach aus dem Fenster schmeißen? Und zu C, es ist nicht meine Verpflichtung, ihr die Post zu bringen. Sie sagt selbst, dass die Betreute, meine bis dato Verlobte, mich nichts angeht. Und es ist nicht meine Aufgabe. Ich bin ja nicht mehr ihre Betreuerin, sondern sie. Ich war es lediglich, die immer wieder die ganze Post weitergegeben hatte. Das wichtige Schreiben hier liegen. Vom Jobsender, Staatsanwaltschaft. Und dass es wichtig ist, sich wohl mal darum zu kümmern. Aber nachdem sie sich ja von Anfang an nicht um diese Sachen kümmerte, von Anfang an sich nicht um die Post, um Amtsschreiben, um die Hilfe, um die sie gebeten wurde, bei Gerichtsschreiben, Unterschriften beim Jobsender, damit die Unterlagen der Betreuten ans Sozialamt überstellt werden können, worauf das Jobsender seit November wartete. Nichts davon ist ja erfolgt. So wie eben die auch weiterhin die Post hier liegt. Was denkt ihr, wie sie das begründen wird?